Oh, jetzt habe ich die Aufnahme direkt nochmal beendet und neu gestartet. Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu was auch immer mir gerade eigentlich angezeigt wird. Hier steht, ah, fortfahren. Ich kann aber nicht fortfahren. Dadak, dadak, dadak. Ich bin verschwunden. Kapitel 8, die Gruft. Hä, wir waren doch gerade in Kapitel 6. Jetzt klappt's. Escape musste ich drücken. Okay. Weiter geht's. Nein, wir waren gerade in Kapitel 7. Aber 6 kommt doch vor 8. Nein, Megator 6 kommt nach 8. Jetzt hätte ich gerade voll reinlegen können. Weißt du schon, ne? Hm? 6 kommt vor 8. Wenn dann einer sagt, nee, kommt doch nicht vor 8. Ja? Irgendwie fail. Wieso? 1, 2, 8, 6. Okay, doch nicht. Können wir das mal ein bisschen koordinierter machen? Kann das auch. Oh, hi. Kann das auch. Zufälligerweise. Ah. Warte mal. Oh. Oh. Sirius. Spawnpunkt. Was soll das? Sirius Spawnpoint. Sirius Spawnpoint. Die Power der Schwerkraft. Ich stell mich mal hier hin. Vielleicht kommst du dann hier hin. Ja. Bist du oder soll ich? Ich bin gerade weggeflogen, obwohl nichts war. Das wäre sehr nett von dir, wenn du ein bisschen nach vorne gehen würdest, damit ich das bohren kann. So, jetzt kannst du durch. Ui. Ah. Ich bin gerade gestorben durch nichts. Aber egal. Weißt du der eigentlich Oculus Rift, sobald es rauskommt? Weiß nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was ich davon hätte. Virtuelle Realität. Ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Doch. Vor allem der Preis wird ja hoch sein. Ich sag mal, ich werde mir erstmal eine Wii U holen und dann gucke ich mal. Wenn ich da noch Geld übrig habe und auch Oculus Rift draußen ist, hole ich es mir vielleicht. Suchst du jetzt nach Hilfe von mir? Oder? Nein. Bitteschön. Genau. Du kommst da ohne Probleme durch, aber ich klatsch da wieder gegen. Wollte es gerade cool machen, aber das ging nicht. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass sie nicht alle gleichzeitig deaktiviert sein sollten. Eben ging die doch noch. Da steht was Russisches. Oh. Tatsache. Voll rassistisch das Spiel, da steht was Russisches. Russisches. Muss ich genau da reinwerfen, damit das dann richtig. Ah. Jetzt muss ich die werfen eigentlich. Wenn das gerade nicht da ist. Dann mach ich so. Gut. Guck mal, ich bin schon da. Das ist ja. Genau. Das ging ja schnell. Hinzukommen. Hab's mal wieder geschafft. Ich ganz alleine. Ja. Ah, oh Gott. Ach, das war's. Okay. Diesmal.
Bang, 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 bang. Fertig. Yay! Das ist das erste Level. Naja, wir sind aber auch erst bei 5 Minuten. In die Abkürzung. In den Tod. Hab's gesehen. In den Tod. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Nee, okay, eigentlich ist es bei der Unendlichkeit dann Schluss. Warum sind alle meine Spawnpunkte immer sofortiger Tod? Kann mir das mal einer sagen? Das ist irgendwie komisch. Oh Gott! Immerhin keine 50er Jahre. Was hast du denn gegen die 50er Jahre? Wegen einer gewissen Person, aber die wollen wir hier nicht näher nennen. Okay. Diese gewisse Person guckt eh nicht meine Let's Plays. 50er Jahre. 50er Jahre sind böse. Ich weiß aber auch nicht wieso. Ja, er kann sich wohl nicht entscheiden. Ich versuche ihn gerade hier runterzulocken. Genau! Hast du das gesehen? Nee. Der schwebt einfach. Okay. Ich warte verzweifelt darauf, dass die Blöcke wieder auftauchen und dann taucht einfach der Block neben mir auf. Ich wollte gerade einen coolen Move machen. Oh, das war nicht das. Ich schleudere dich weg, Ball. Also ich schleudere dich weg, Ball. Ja, ich versuche den ich schleudere dich weg, Ball zu perfektionieren. Aber immer dann kommt mir irgendwas gegen den Kopf. Ah. Verarsch, du stehst da in der Suppe drin. Ja. Brauch ich vom Beruf. Berufung. Berufung Suppensteher. Oder ist dein Hobby Parkour? Ach, deins auch? Nicht Parkour, sondern Parkour. Kennst du das? Nee. Das hat doch ernsthaft einer Mutter bei der Ausbildung geschrieben, oder wie das war. Echt? Mein Hobby ist Parkour. Das hab ich jetzt so oft schon gehört, die Geschichte, aber egal. Genau. Mein Move kannst du natürlich nicht. Darf ich deinen Move nicht gut können? Hier ist ja mein Move. Wir müssen den Stein von da oben holen. Wissen wir nicht. Doch müssen wir, aber egal. Dass wir erstmal hochkommen. Warte, ich hab ne Idee. Schleuder mich einfach mal nicht. Ich will das ja so machen, dass ich das hier abprallt und dann kann ich hier hoch. Weil wenn wir genau dort stehen, dann ist das nicht sehr wahrscheinlich. Ist das gerade nur bei mir so oder stehst du? Okay. Spring einfach auf mich drauf und von mir dann hoch. Wieso? Genau. Warte, ich spring dabei. Und jetzt schmeiß... Ach ja, es ist ein Stein. Warte, ich geh da hoch. Dieser blöde Steinbug immer. Bei mir. Jetzt klatsch mir mal aufs Gesicht. Nein, 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 nein. Ich hab ihn aufgehalten. Ja. Irgendwie doch nicht. Nein. Bin ich denn jetzt gespawnt? Was ist denn das für ein beschissener Spawnpunkt? Ach, du hast auch mal beschissene Spawnpoints. Nein. Ja, nur ich. Ich frag mich auch, was die jetzt plötzlich bei mir machen.
kriegst jetzt auch mal das schwere DLC. Ding! Das liegt vermutlich daran, ich habe keine Augen. Und deswegen sterbe ich so oft. Ah. Mal sehen, was dort oben zu finden ist. Nichts. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Hä? Nutz meinen Kopf. Hab ich. Nutze den Kopf. Nutze den Kopf weise. Könnte locker so ein Dr. Kawashima-Spruch sein. Jo. Hast du schon mal versucht, zu Dr. Kawashima Arschloch zu sagen? Nee, ich glaub noch nicht. Der reagiert da echt drauf. Der guckt dich dann wütend an. Okay. Okay, das klappt nicht. Dann mach du mal mit deiner... Oh. Willst du da zufällig noch zur Hilfe holen? Gut gemacht. Okay, das hört sich nur ein bisschen nach jemand anderem an. Der will dich! Oh yeah, ich weiß, dass der mich will. Da nein, da lang. Da lang. Kann mir einer sagen, wo das Viech hin verschwunden ist? Bei diesen komischen roten Schildern löst es sich auf. Da solltest du es vielleicht anders lenken. So passt es. Ich hab ihn lahmgelegt. Philipp lahmgelegt. Natürlich. Guckst du eigentlich Fußball? Ja, das ist jetzt Leute, scheiße gewesen. Die, kennen, die wissen, dass die mich kennen. Okay. Das hat gewirkt. Ja. Das war voll die Nasenarznei. So. Ich frag mich gerade, wie ich mich so lange in der Luft halten kann. Okay. Nein. Ah. Warum nimmst du den eigentlich den schweren Weg? Hm? So deswegen. Bin ja schon hier. Brauchst dir keine Sorgen machen. Okay. Scheiße, er ist hier. Okay, du brauchst dir Sorgen machen. Sag mal, hast du eigentlich schon mal Eragon gelesen? Ja, ich habe alle drei Bücher bei mir. Und? Was sagst du? Ich habe es nicht zu Ende gelesen. Es gibt übrigens vier Bücher, möchte ich mal kurz anmerken. Aber ich habe drei. Da steht, ich hätte alle. Die Trilogie. Es ist aber eine... Wie bitte? Kannst du mir sagen, wie das möglich ist? Was ich hier gerade mache, oder? Dass ich eine Trilogie habe und du was von dem vierten Teil laberst. Ein Moment. Bei mir stand nämlich eindeutig drauf die Trilogie. Keine Ahnung wieso. Oh yeah. Und hast du sie gelesen? Hm. Haben wir jetzt alle drei Level? Moment, ich schick dir gerade einen Link zu einem Bild von vom vierten Eragon-Buch. Okay, das sieht hier ein bisschen cool aus. Kommt man hier aber auch wieder runter. Machen wir jetzt Level 4. Ja, gut. Ich bin zu blöd dafür. Es gibt auf jeden Fall einen vierten Teil. Weil der Autor nämlich ein Buch mehr brauchte als ursprünglich geplant. Ich bin jetzt nur drauf gekommen, weil ich kürzlich angefangen habe, die mal wieder zu lesen von vorne. Vielleicht habe ich auch vier Teile. Welche Farben haben denn die Bücher? Blau, grün, rot.
Dann fehlt der. Moment mal, du hast den grünen, aber nicht den gelben. Ich weiß nicht mal, ob ich gelb habe. Also es gibt einen. Der erste ist blau, der zweite ist rot, der dritte ist gelb und der vierte ist grün. Wer macht schon seine Hilfe? Wer macht schon. Ernsthaft? Lass mich durch. Könnte ich den Stein durchfallen lassen, aber das wird mir auch nicht drin. Ah, ich sehe, was wir machen müssen. Geh mal rechts drauf. Den Stein gegen meinen Kopf klatschen. Nein, wir müssen das komische Viech hier rüber lenken. Jetzt musst du runtergehen. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder runtergehen. Okay, das war zu früh. Jetzt gleich wieder draufgehen, ne? Yep. Alter. Unter. Okay, nochmal. Was? Jetzt runter. Komm mal alle aus. Du musst runter, während er da reingeht. Jetzt. Wir haben es geschafft, was auch immer. Jetzt muss ich nur noch überlegen, was uns das jetzt bringt. Bestimmt irgendwas. Hörst du das? Ja. Rückblickend hätten wir ihn vielleicht doch ans andere Ende lenken sollen. Wie schaffe ich das nur immer mit dem Stein? Keine Ahnung. Ich kann den einfach überall reinbacken. Ich glaube nicht, dass es den. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Der muss eigentlich zurück, der Stein. Der muss hier drauf. Oh. Und dann genau auf der Teil drauf. Dann also. Okay. Aber ich glaube, dafür kriegen wir dafür überhaupt was. Ja. Komm. Da gibt es ja auch noch eine Chance. Dann warte, schmeiß ihn doch mal. Schmeiß ihn erstmal irgendwo anders hin, wo er nicht stört. Genau. So, und jetzt lotsen wir das erstmal zurück. Blöd ist, wenn du da drauf gehst, dann wird der Stein weggeworfen. Zurück, du blödes Viech. Und jetzt müssen wir es in die andere Richtung lenken. Boah, das kann echt. Das habe ich mir schwieriger vorgestellt. Ja. Nein, nicht nochmal berühren. Okay, dann berühre jetzt zweimal. Genau, wie auch immer du das gerade getan hast. Ich fände es übrigens komisch, wenn auf einer dieser Spielverpackungen, wo immer drauf steht, du brauchst Freunde oder so, steht, wer braucht schon Freunde? Okay. Das fände ich episch. Hier würde es nämlich passen. Da, schon wieder ein Baum. Wer braucht schon Freunde? Ah. Oh. Ja, danke. Warum immer? So, jetzt schnell hoch. Oh. Das hat wirklich ein wahres Wunder. Kenn ich mich ja mit wahren Wundern. Ein wahres Wunder, gerade schon wieder. Ich bin ein Ritter, der aussieht wie Kenny, wenn er stirbt.
Du stirbst auch ungefähr so oft wie Kenny. Barry, Barry. Ich hab auch so viel Skill wie der. Fällt dir irgendein spannendes Thema ein, worüber wir reden können? Nochmal was über Mario Kart. Okay. Kann es sein, dass dass es auf der Wii U-Version keine Karts mehr gibt? Doch. Gut. Das fand ich nämlich bei hier Mario Kart 7 schade, dass es keine Karts, keine Bikes, meinte ich. Naja, keine Ahnung. Ich hab mal ein Video gesehen, da waren nur Karts zu sehen, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Geh, schnell. Okay, falscher Knopf. Moment. Jetzt aber. Warte. Und jetzt. Jetzt, schnell. Okay, doch nicht. Schnell. Die Geräusche übrigens nicht. Ist das irgendwie ein Bug? Nee. Das sind die Steine da unten. Ja, trotzdem. Sowas macht doch keinen Stein. Warum? Schnell. Kommt das nicht irgendwie komisch? Da war ein Stein hinter. Ein Gem. Warte schon lange. Jetzt komm. So. Jetzt stellst du dich da links drauf und jetzt schnell da drauf und ich kann hier durch. Und jetzt am besten springen. So. Was macht er denn? Seit wann machen Steine solche Geräusche? Nein. So weit wie ich kann. Wie gesagt. Genau. Ich werde durch den Schock so nach hinten geworfen und direkt dort rein. Kannst du mir sagen, was gerade passiert ist? Keine Ahnung. Mach's doch so. Ich muss gestehen, das war gerade ein wenig skillerhaft. Jetzt komme ich da leider nicht mehr dran. Aber ich auch nicht. Egal, wir haben sowieso alle Waffen. Ja, das macht halt eh nichts mehr aus. Außer wir spielen mit Noobs, die noch nicht alles haben. Dann können wir denen einfach zudrücken. Hier, gib mir mal 5 Gems. Ja. Du willst hier doch Omega Rubin holen, wenn es draußen ist, oder? Ja, natürlich. Ja. Denn auch nicht? Ich habe jetzt mal wieder angefangen, Weiß 2 zu spielen. Weil ich hab's noch nicht durch. Ich habe eigentlich schon alles durch. Ja, toller Spawnpoint, ne? Ja. Okay, nochmal. Nur mal so als wir, ich hab das Spiel an einem Tag durchgespielt. Oh. Hast du dir irgendwelche Pokémon rübergeholt oder einfach nur. Einfach so. Okay. Ich komme mit. Yay. Ich komme mit. Mehr kann ich nicht sagen, aber. Ich komme mit. Kannst du mir sagen, wie ich das machen soll? Das frage ich mich gerade aber auch. Du gehst, du springst da rein, dann komme ich vielleicht durch. Okay. Jetzt sind wir beide hier oben. Sag mal kurz her. Ja, ich weiß wie. Komm noch mal kurz hier hoch. Komme. Okay. Komme. Nimm das Schwein. Ich hätte es eigentlich nicht gebraucht. Okay. Jetzt stell dich auf den Strahlenblock.
weiß schon, was ich tun muss. Mhm. Es ist gerade ein wenig nervig. Nein! Oh. Ja, jetzt komme ich wenigstens hier durch und dann könnte ich das auch schaffen. Ich glaube zwar irgendwie gerade nicht, dass es so geplant war, aber okay. Ich glaube irgendwie schon. Kick mich hoch! Okay, dann mach ich's halt selbst. Ich glaube, ich hätte dich eigentlich dahin werfen müssen. Mal muss ich erstmal gucken, was hier unten ist. Da kommen wir auch so hin. Mhm. Okay, dort oben ist das. Hm. Ja, dann mach ich's halt skin. Jetzt mach ich das getan. Dann musst du da wieder auf. Ja, gehen, ich mach's. Auch wenn es mir nichts bringt. Okay, probier du es mal. Geh jetzt runter. Genau, du fliegst da direkt hoch. Aber ich sterb direkt. Und ich komm dir nicht mal hinterher. Ach komm. Da war doch gerade ein Verschwörer. Ja, da war ein Garn auch noch. Warte, ich lass mich töten. Avira, lass es! Ich hasse dieses Virenprogramm. Ich bin einer, der kämpft nicht nur mit einer Behinderung, sondern der kämpft sogar mit einem Virenprogramm. Okay. Was war das? Geh jetzt runter. Glaubst du, du schaffst es mir nachzukommen? Warte, ich hole vorher. Ich hole vorher schnell das Garn. Hi. Der fällt da einfach runter. Ne, nix try again. Wie der bei mir einfach dagegen klatscht und dann nicht weiter will. Guck mal. Ich seh's. Dann hört er einfach auf. Bei dir. Jetzt klappt's. Jetzt klappt's wieder nicht. Ach komm. Kann dir eh nicht folgen, von daher. Au. Also dann ist er eh wieder hier. Das ist ja blöde. Wer kann man eigentlich auf dieses Spawn-System? Spring mal kurz raus. Drück jetzt einfach mal testeshalber Y. Oder was auch immer bei dir die Taste zum Umbringen ist. Geschafft. Geschafft. Jetzt nicht verarschen. Ja, guck mal. Das zeigt ja überhaupt keine Emotion zu. Oder was auch immer. Reaktion. Einer springt schon mal runter und stirbt. Okay. Der andere fällt einfach auf den Drop. Wir haben alles. Ja. Genau. Ich sehe da unten nichts und sterb. Worauf wartest du? Erster. Okay. Hast du gerade mal auf die Uhrzeit gesehen? Nein. Ja, nur mal so, gleich 20 Uhr und eigentlich muss ich noch den Dead Space Part freischalten. Also machen wir den Level noch zu Ende. Das schaffen wir auch voll in 3 Minuten. Gut. Ja, wir müssen den wohl noch zu Ende machen, also. Vielleicht ein bisschen größerer Abstand. Oh, das könnte klappen. Nee.
Hauptsache, wir holen in fast allen hier 100%, außer halt dem Zeitbonus. Aber sonst kriegen wir nichts hin. Ja. Was war denn das? Hauptsache, kann ich noch schlagen. Oh, ich sehe, was wir machen müssen. Geh einfach mal nach da und deaktiviere die deaktiviere einfach mal die Ventilatoren. Können wir dieses Level hier vielleicht verkürzen? Dass wir vielleicht nur 3 Gems holen. Ja, okay. Dann hättest du vielleicht doch oben warten können. Dann wären wir nämlich schon durch. Freu mich. Ich freu mich. Genau. So war das gedacht. Skill off, extrem. Oh, ich wollte noch was gedacht. Ja, danke. Das hilft mir. Okay. Willst du nicht? Achso, stimmt. Ja, genau. Ich selber hoch. Bitte bei mir einfach nicht mehr weitermachen. Genau. Du kannst dann noch einfach ein zweites Mal machen. Ich mach nur einmal so. Er stirbt. Okay. Wird es vielleicht notlandet worden. Ja. Vor allem, ich weiß nicht mal, ob ich das festhalten soll. Drücken einfach. Nur einmal drücken. Einmal antippen. Dann geht er bei mir so. Den hat er jetzt nur ganz, ganz wenig an der Spitze berührt, aber egal. Spawnpoint, ehrlich! Erster Versuch. Cool. Guck mal, erster Versuch. Guck genau. Mal, ich bin. Wir machen es doch wieder zu 100%, ey. Sorry, ich kann es mir nicht verkneifen. Ich hab's hier durchgeschafft. Hilft uns das was? Nein! Scheiße. Oh nein, ab. Schalt ihn auf! Danke. Das ist gut, da reinzukommen. Na, das Garn müssen wir uns nicht unbedingt holen. Aber ich habe jetzt den Weg frei gemacht. Aber wir brauchen es nicht. Nein. Wir brauchen dich nicht. Hä? Sicher brauchen wir dich. Ohne mich hättest du den Trick nicht rausgefunden. Welchen? Den Trick, wo man hochfliegen kann. Mit diesem Energieball? Ja. Den kenne ich schon aus Zombies Let's Play. Den hast du mit mir erfunden. Echt? Ja. Dann habe ich das Rad neu erfunden. Und Enter. Wollen wir hier eine Pause machen? Okay.
Dann schalt ich eben den Part frei und geh duschen. Viel Spaß dabei.